Man braucht Geduld, um ein Rätsel zu lösen. Und offenbar braucht Paul Dano auch eine Menge Geduld, um den Riddler zu spielen. The Batman ist einer der am sehnlichsten erwarteten Filme für das Jahr 2022. Es hängt viel von diesem Film ab, denn er zeigt, dass Warner Brothers mit dem DC Extended Universe einen neuen Weg einschlägt. Zunächst einmal gibt es einen neuen Kreuzritter mit Umhang, der von Robert Pattinson gespielt wird. Er übernimmt die Rolle von Ben Affleck, der den Dunklen Ritter mehrere Jahre lang gespielt hat. Affleck wird noch eine Rolle spielen, denn er hat einen Auftritt im kommenden Flash-Film. In diesem Film wird auch Michael Keaton wieder in die Rolle schlüpfen, die er populär gemacht hat. Seit Batmans Rückkehr von 1992 hat er die Kutte nicht mehr angezogen. Aber während der Flash-Film wahrscheinlich ein Abgesang für die Schauspieler sein wird, wärmt sich Pattinson gerade erst auf. Von Catwoman bis zum Pinguin sehen wir neue Versionen dieser Figuren wie nie zuvor. Vor allem, wenn es um den großen Bösewicht des Films geht, den Riddler. Dano ist nach unglaublichen Rollen in Filmen wie There Will Be Blood und Prisoners ein aufregender Schauspieler in einem Superheldenfilm. Er bringt für den Riddler das gleiche Maß an Hingabe mit, wie er es in seinen vorherigen Rollen getan hat, aber der Grad der Hingabe könnte einige Zuschauer überraschen. You came. I've been trying to reach you. Wenn man hört, dass ein Film über 100 Takes braucht, um richtig zu werden, dann geschieht das in der Regel auf Wunsch des Regisseurs. Filmemacher wie Stanley Kubrick und Alfred Hitchcock wollten sicherstellen, dass eine Szene in dem Film genau richtig aussieht und haben Schauspieler und Crewmitglieder oft bis an ihre Grenzen getrieben. Am Set von The Batman war es jedoch genau umgekehrt. In einem ausführlichen Gespräch mit The Hollywood Reporter über den Superheldenfilm sprach Regisseur Matt Reeves darüber, wie Paul Dano zahlreiche Aufnahmen für eine bestimmte Szene verlangte. In dem Film gibt es einen Ausschnitt, in der Riddler allein in einem Raum ist und iPhone-Aufnahmen macht, um seinen Wahnsinn zu zeigen. Reeves schätzt, dass es ungefähr 200 Takes brauchte, um die Szene richtig hinzubekommen und dass viele davon darauf zurückzuführen waren, dass Dano verschiedene Varianten ausprobieren wollte. Reeves erinnerte sich an Danos Verhalten am Set und sagte, er sagt, okay, lass mich mal eine probieren, bei der ich nicht vor der Kamera bin und meinen Kopf ins Bild reinstecke. Lass mich mal eine probieren, bei der ich schon da sitze. Er führte Regie bei diesem Ein-Personen-Stück auf einem iPhone. Es war die Leichtfertigkeit, die mich wirklich berührt hat. Er rief die vergehende Zeit aus, als wäre er ein Moderator einer Gameshow. Er war so einfallsreich und kreativ. Er ist auch sehr kritisch mit sich selbst. Es stellte sich heraus, dass es sich lohnt, diesen Weg zu gehen. Die Sequenz wurde zu einer der furchterregendsten im ganzen Film. Und das will wirklich etwas heißen. The Batman ist ein düsterer, komplexer Film und der Riddler ist der perfekte Antagonist für diese spezielle Version des Dunklen Ritters. I'm just here to unmask the truth about this cesspool we call a city. Diese Riddler-Szene ist nicht der einzige Moment, welcher während der Produktion überarbeitet wurde. Im Gespräch mit Den of Geek sprach Robert Pattinson über eine Szene, in der Batman es mit einer Bande von Schlägern zu tun bekommt, die weißes Gesichts-Make-up tragen. The hell are you supposed to be? Ursprünglich war es so inszeniert, dass der Typ sagt, wer bist du? Und Batman sagt, ich bin die Rache. Und dann verprügelt er alle. Aber der Schauspieler war offenbar der Meinung, dass es wirkungsvoller wäre, einige Dinge zu ändern und erklärte, ich sagte zu Rob Alonso, Regisseur der zweiten Einheit und leitender Stunt-Koordinator, ich möchte es dem Kerl ins Gesicht sagen, wenn er im Grunde tot ist. Das zeigt, dass es manchmal zu positiven Ergebnissen führen kann, wenn man den Instinkten der Schauspieler folgt, was ihre Figuren angeht. Schaut euch hier eines unserer neuesten Videos an. Außerdem kommen bald noch mehr Looper-Videos über The Batman. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr kein einziges Video mehr verpasst.